Man kann sich das vorstellen, wie es zuging im Juli 1770 im Gasthof zum Geist in Straßburg. Als der alte Herder, der war bereits 26 Jahre alt, dem jungen Goethe, der war erst 21, erklärte, wie er am besten diesen süßlichen Ton, dieses Rokoko, aus seinen Schriften herausbekäme. Shakespeare, lesen Sie mehr Shakespeare, dürfte Herder gerufen haben. Aber was noch wichtiger ist, lesen Sie Swift. Lesen Sie die Werke von Jonathan Swift. Beschäftigen Sie sich mit diesem Mann, das wird Sie kurieren. Jonathan Swift, der Mann, von dem hier die Rede ist, war einer der eigensinnigsten, der unbeugsamsten, am schärfsten formulierenden und gleichzeitig ein von scheinbar unendlichen Widersprüchen geprägter Schriftsteller und nicht zuletzt auch noch Theologe. Geboren wurde er 1667 in Dublin. Sein in Irland geborener Vater war bei der Geburt von Jonathan bereits 7 Monate tot. Seine in England geborene Mutter schickte das Kind zu einer Amme nach England. Dort blieb der Bub bis zu seinem 5. Lebensjahr. Aufgewachsen ist er dann bei Verwandten in Irland. Die Mutter war derweil nach England gezogen. So lautet jedenfalls die Version, auf die sich die meisten seiner Biografen geeinigt haben. Fest steht immerhin, dass sich sein Onkel Godwin fortan um die Erziehung des Neffen kümmerte. Swift erhielt eine vorzügliche Schulung im Fach Theologie am berühmten Trinity College in Dublin, kam somit in den Genuss eines erlesenen scholastischen Bildungsangebots, das ihn allerdings wenig zu kümmern schien. Jedenfalls kam der hochintelligente junge Mann nur mit einem ziemlich gehörig blauen Auge aus den Abschlussprüfungen. So ganz abgewandt kann sich die Mutter von ihrem Sohn aber nicht haben. 1688 verschaffte sie ihm die Stelle eines Privatsekretärs bei Sir William Temple. Dieser Sir William war ein hochangesehener, sehr vermögender, außerordentlich vermögender Diplomat, der sich 20 Jahre zuvor aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hatte, doch immer noch sehr, sehr enge Beziehungen bis zum Königshaus unterhielt. Er lebte auf Moor Park, einem schlossartigen Anwesen in der Grafschaft Surrey, und er beschäftigte sich mit jenen Dingen, die einen wohlhabenden früheren Diplomaten so beschäftigen, also die Pflege seines Gartens und die Pflege seines Nachruhms. Hier in Moor Park verbrachte Swift mit 2 wesentlichen Unterbrechungen die nächsten 10 Jahre. Einmal, das war 1690, kehrte er nach Irland zurück, um sich von einem wiederholten Unwohlsein zu erholen, Schwindelattacken, die ihm zu schaffen machten. Das waren Vorboten einer damals noch nicht identifizierbaren, unheilbaren Krankheit, die ihn später erst die geistige Gesundheit, dann das Leben kostete. Nur scheinbar erholt, doch wegen einer unglücklichen Liebesaffäre mit gebrochenem Herzen, kehrte er wenige Monate später wieder zurück nach Moor Park. Die 2. Unterbrechung kam 4 Jahre später. Erneut zog es ihn nach Irland, diesmal um eine Pfarrstelle zu übernehmen. Doch das bescheidene Kirchenamt entsprach nun ganz und gar nicht seinen Ambitionen, von der finanziellen Ausstattung ganz zu schweigen. Glücklich folgte er der Einladung von Sir William Temple, seine alte Arbeit in bequemer Umgebung wieder aufzunehmen. Glücklich und nicht wenig verbittert. Man stellt sich einen ehrgeizigen jungen Mann vor, der als Sekretär eine hinreichend gesicherte Position gefunden hat, dessen Intelligenz, Fleiß und Belesenheit ihn bei seinem Dienstherrn weitgehend unentbehrlich gemacht haben, der durch seine Stellung mit den Noblen des Königreichs einen zwar nie gleichberechtigten, doch engen Kontakt pflegen kann, der in viele Intrigen und in manchen Klatsch des Hofes eingeweiht ist und der sich immer bohrender die Frage stellt, soll das jetzt alles gewesen sein? Gut, da gab es die kleine Esther Johnson, von Swift liebevoll Stella genannt, Tochter eines Dieners in Moor Park, wie einige Biografen behaupten, Tochter einer Freundin der Schwester von Sir William Temple, wie andere sagen, uneheliche Tochter von Sir William Temple höchst selbst, wie wieder andere zu wissen glauben. Als Swift sie kennenlernte in seinem ersten Jahr als Sekretär, da war sie gerade 8 Jahre alt. Der junge Mann übernahm ihre Erziehung, ihre Bildung und ihre Herzensbildung. Und dabei kamen sich die beiden so nah, dass die Nachwelt bis heute rätselt, ob ihr Verhältnis nicht doch
etwas heftiger war, als es die leidenschaftlichen Liebesgedichte, die ihr Erzieher an sie schrieb, ohnehin schon nahelegen. Wir können der Sache hier nicht auf den Grund gehen, nur den Hinweis geben, in Dublin liegen die beiden nebeneinander begraben. Zurück zu dem jungen Sekretär mit den hervorragenden Beziehungen. Selbstverständlich hadert er mit dem Schicksal und er hadert auch mit seinem Dienstherrn, der seine vielfältigen Beziehungen nicht spielen lässt, um ihm, dem Sekretär, endlich jenseits von Moor Park einen respektablen Posten zu verschaffen. Aber Sir William Temple dachte gar nicht daran, einen so gewitzten, unersetzlichen Angestellten aus seiner Obhut zu entlassen. Und so blieb der Sekretär und lenkte fürs Erste Groll und Missmut über seine Situation als quasi als Dünger auf ein Feld, das er schon seit längerem kultiviert hatte. Er begann zu schreiben. Anonym, versteht sich. Noch nicht ganz anonym, so anonym, dass der Verfasser vielleicht unbekannt bliebe. Das erste größere Werk, begonnen um das Jahr 1695, also nach seinem unglücklichen Jahr als Pfarrer in Irland, trug den wundersamen Titel A Tale of a Tub. Auf Deutsch heißt es ein Tonnenmärchen, eine Übersetzung, die der hiesige Leser auf Anhieb nur dann versteht, wenn er weiß, dass respektlose englische Kleriker die Kanzel, von der sie in der Kirche predigten, schlicht die Tonne nannten. Dieses Tonnenmärchen zeigt schon alle Anlagen, die Swift bald als Satiriker auszeichnen werden. Seine literarische Virtuosität, das Unerbittliche seines Resonierens und seine tiefe Abneigung gegen alles, was wir hier einmal den herrschenden Zeitgeist nennen wollen. In einer Parabel vergleicht der Autor die drei Glaubensrichtungen seiner Zeit, den Katholizismus, den frömmelnden Pietismus und eben die anglikanische Kirche, und stellt mit ungezügeltem Hauen und Stechen heraus, wie weit sie sich von ihrem ursprünglichen Auftrag entfernt haben. Anders allerdings als in der Lessingschen Ringparabel erfahren hier die drei Formen der Religiosität keine Gleichbehandlung. Swift verteidigt vehement die eigene, die anglikanische Konfession, sagen wir, ohne deren Schattenseiten. Er hat, wir haben darauf hingewiesen, sein Ziel einer kirchlichen Karriere nie ganz aus den Augen gelassen. Und er ging dabei 1699 nach dem Tod seines Gönners Sir William Temple noch hitziger, noch ungestümer vor als in früheren Jahren. Er begab sich nämlich direkt zu seinem König, zu William III, mithin Wilhelm von Oranien, um seinen vermeintlichen Anspruch auf eine kirchliche Pfründe vorzutragen. Das war, gelinde gesagt, unklug. König William, von Haus aus Calvinist, später zähneknirschend zum anglikanischen Glauben übergetreten. William stand zu jedem Zeitpunkt vor ganz anderen Problemen. Die Audienz, die seine Majestät Swift gewährte, endete daher nach nur wenigen Minuten, wenigen lauten Minuten. Und es war das letzte Zusammentreffen dieser beiden. Dass sein Schicksal aber nun doch eine Biegung zum Besseren erfuhr, verdankte Swift einem anderen Gönner, nämlich Lord Berkeley, der ihm eine nicht schlecht dotierte Pfarrei in der Nähe von Dublin verschaffte. Langsam begann er sich mit seiner Lage anzufreunden, wobei das Wort anfreunden hier bedeutet, dass er sich mit den Gegebenheiten seiner Umgebung vertraut machte, sie in all den Misslichkeiten wahrnahm, die für die soziale Lage Irlands damals kennzeichnend waren und sie zum Anlass für seine Satiren nahm. Nehmen wir nur eine der bekanntesten dieser Geschichten. Für ihr Titel lautet ein bescheidener Vorschlag, wie man die Kinder der Armen hindern kann, ihren Eltern oder dem Lande zur Last zu liegen und wie sie vielmehr eine Wohltat für die Öffentlichkeit werden könnten. Swift schlägt hier in einer unendlich präzisen, logisch völlig unangreifbaren Form vor, das Problem der Armut in Irland schlicht dadurch zu lösen, dass man die Säuglinge als Braten, vielleicht auch als Exportfleisch verwendet. Er liefert dazu auch noch die empfehlenswertesten Rezepte zum Würzen und Pökeln und begründet seinen Vorschlag dazu noch damit, dass so auch die Gefahr einer katholischen Vorherrschaft in Irland am besten gebannt werden könne. Katholiken hatten nun einmal die meisten Kinder. Diese Satire
erregte noch anderthalb Jahrhunderte später die Gemüter so nachdrücklich, dass als Peter O'Toole 1984 in Dublin den Text noch einmal vortrug, die Zuschauer gleich reihenweise das Theater verließen. Swifts literarisches Meisterstück, das Buch, das ihm zu Weltruf verhalf, war ohne Zweifel jener Roman, der 1726 unter einem Titel veröffentlicht wurde, dem man kaum anmerkt, wie viel Brisanz das Werk enthielt. Der Titel lautete im Original Travels into Several Remote Notions of the World in Four Parts by Lemuel Gulliver, First a Surgeon and then a Captain of Several Ships. Zu Deutsch ist der bekannte in der Kurzform Gullivers Reisen. Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben vermutlich die Geschichte noch im Kopf. Sie existiert ja in zahllosen Kinder- und Jugendbuchvarianten. Das ist immer das sicherste Mittel, einen Stoff zu entschärfen. Und sie ist mehr als ein Dutzendmal verfilmt worden. Gulliver, der Name ist ein Wortspiel. Gullible heißt auf Englisch leichtgläubig. Also Lemuel Gulliver. Er lebt auf vier Schiffsreisen, mindestens vier unterschiedliche Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Gerät zunächst in ein Land von Zwergen, nach Lilliput, dann auf eine Insel von Riesen, nach Brobdingnag. Und die dritte Reise führt, besser gesagt, verschlägt ihn auf die fliegende Insel Laputa, deren Bewohner nur nach reinem Wissen streben. Später auf die Insel Lognek. Hier sind die Bewohner zum ewigen Leben verdammt. Die vierte Reise bringt ihn nach einer Meuterei auf seinem Schiff in das Reich der Hunims, einer edlen, aufgeklärten Pferderasse, die sich wilde Menschen, die Yahus, als Diener halten. Hier will unser Held bleiben, doch da er selber ein Yahu, ein menschlicher ist, muss er zurück nach England. Gullivers Reisen beschreiben Station für Station den Werdegang eines gutgläubigen Menschen zum Menschenfeind. Es ist ein Roman, in dem es vor Seitenhieben nur so blitzt. Prall erzählt, eine Satire auf alle Todsünden der Menschen hienieden, auf die Eitelkeit der Herrschenden, die Stumpfheit, die Verstiegenheit der Akademiker, die Raffgier der Kaufleute. Ach, meine Damen und Herren, suchen Sie sich selbst Ihr bevorzugtes Ziel aus. Es ist obendrein gesagt auch noch eine Parodie auf die romantische Reiseliteratur jener Zeit. Denken Sie nur an Robinson Crusoe, jenes Werk, das 7 Jahre zuvor erschienen war. Manche von Swifts Kritiker setzten den Helden, setzten Gulliver mit seinem Erzähler gleich und warfen dem Autor abgrundtiefe Menschenverachtung vor. Das ist aber nur bei einem sehr kurzsichtigen Lesen gerechtfertigt, denn der Erzähler ist und bleibt Swift, der seinen Helden mal an einer längeren, mal an einer engeren Leine führt. Aber es ist gleichzeitig wahr, dass Swift, ob zwar Theologe, Schwierigkeiten hatte, die Gattung Mensch tatsächlich als die Krone der Schöpfung zu würdigen. Auch die Sache des Fortschritts war nicht die seine. Und so schwingt durch seinen Humor stets ein Klang der bitteren Klage über Unwiederbringliches, ein betrübter Realismus, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren. Und ob Herder das gemeint hat, als er Goethe die Lektüre von Swift zur Heilung vom Rokoko ans Herz legte? Das wissen wir nicht. Aber Goethe entwarf in jenen Jahren ein Trauerspiel. Sein Titel? Stella, natürlich.